Let's saufen. Kelly hat TikTok-Cocktails getestet. Alleine. Alleine Cocktails. Was ist diese Küche? Ich muss das gucken, weil es geht um Cocktails und Kelly und ich. Da muss ich natürlich reinschauen. Wenn ich euch sage, dass ich noch nie in meinem Leben so viel Alkohol gekauft habe, wäre das eine glatte Lüge. Yep. Ich habe alleine noch nie so viel Alkohol. Was ist das für eine crazy Küche, Alter? Warum ist die so clean und warum ist hier nicht? Auf einmal gekauft, okay? Aber es ist die Zeit des Feierns, des Weihnachtens, des Silvesters, des Komasaufens, um seine Familie und alle Verwandten zu ertragen. Nein, ich liebe meine Family. I love my family, aber man braucht keinen Grund, um sich zu vergnügen. Das hört sich voll schön an. Ich habe mich für euch schick gemacht zum Anlass, wisst ihr? Feierlichkeiten. Ich bin in der Küche meiner Managerin und die hat eine tolle hängende Bar hier. Das ist wirklich eine coole hängende Bar. Ja, und genau cool. Die richtigen Utensilien, die ich für dieses Video brauche. Damit ihr auch wisst, was sich lohnt zu machen die nächsten Tage, Wochen, vielleicht sogar Jahre. Wie ihr möchtet. Vorausgesetzt, ihr seid 18. Ich glaube, also alle Cocktails sind ab 18. Anyways, I'm 29. I'm dying every day. Halt die Fresse und mache endlich die scheiß Cocktails. Okay. Was wollen wir mit den ganzen TikTok-Food-Videos, TikTok-Cocktail-Videos? Ist das aktuelle Ding. Ich mag eh kein Kochen, aber Cocktail mixen, das ist ein Ding, das könnte ich mir aneignen. Was ist mit diesem Kind manchmal? Hier meine Cocktail-Tools bereit. Heute leider ohne Freddy und Vanessa. Aber so sehr vermissen wir die jetzt auch nicht an dieser Stelle. The fuck, Bro? Hä? Ich bin hier. Okay, ich weiß noch aus dem Kopf, dass ich eins erstmal vorbereiten muss, ein TikTok. Sieht komisch aus, wird aber wirklich gleich Sinn machen. Ich bin wirklich erschrocken, wie leicht das war. Was soll das? Scheiße, ich habe natürlich alle Zutaten, die ich von zu Hause mitnehmen wollte, vergessen. Ich habe braunen Zucker. Manchmal denke ich mir einfach nur, was bin ich denn für ein unprofessionelles Arschloch? Weißer Zucker muss auch reichen. Ich mache halt eine viel kleinere Menge als sie. Deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel Zucker verwenden. Guck mal, was sie für einen kleinen Löffel... Boah, sie wirkte total sophisticated, als sie das so eingeschenkt hat. ...Löffel für Zucker hat. Doch. Ach, guck mal, was ich gefunden habe. Wie cute. Das mache ich da jetzt rein. Das sieht ein bisschen aus wie von Ankerkraut. Schwierig. Frau hat sogar diesen Titos-Wodka hier. Ist nicht mehr viel drin, nicht? Den habe ich nämlich nirgendwo gefunden. Deswegen normaler Wodka. Für wie lange diese Frau das wegstellt, das weiß kein Mensch. Aber das musst du doch bestimmt lange einziehen lassen. Okay, die hat nämlich absolut null Angaben gemacht. Deswegen lassen wir es einfach stehen. Ich wette, über Nacht wäre es besser. Aber wir lassen es einfach stehen, bis wir alle Cocktails gemacht haben. Oder wir vergessen es einfach, weil ich schon so drauf bin. We will see. Okay, die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir starten jetzt mit unserem ersten Christmas-Cocktail. I've been home for Christmas. Cranberry Margarita. Hab ich Bock. Jetzt habe ich Hurensohn natürlich mal wieder keinen Rohrzucker. Ist doch schön. One and a half. Die übt halt auch heimlich, ne? Das ist ja eigentlich üben, ne? Für drei Cocktails, die ballern. Das ist schon gemein. 12 Ounces. Was ist eine Ounce? Das kleine oder das große? Ich würde ja sagen, das große. Silver Tequila. Ich sollte keine Stimmen nachmachen. Das ist bestimmt unangebracht. Ja, alles mittlerweile. Let's go. Von Tequila werde ich wirklich wahnsinnig. Was doch toll ist für dieses Video. Ganz super toll. Rein da. Cointreau. Ich habe in meinem Leben vorher noch nichts von Cointreau gehört. Okay, almost 1 ounce. Das heißt, almost 1 ounce ist die Seite. I'm having so much fun. Es ist einfach, damit auch ein bisschen Bildung. Macht ihr euch selber Cocktails zu Hause? Ich muss das gerade mal ganz kurz fragen, weil das ist ja schon ein aufwendiges Thema, ne? Bildung hier entsteht, okay. Orangenschalenlikör. Und damit gehört es eigentlich zu einem Curaçao. Ich dachte immer, Curaçao ist blau. Aber wahrscheinlich gibt es... Auf gar keinen Fall. Gibt es dann einfach blauen Curaçao. 3/4 of ounce. Nee, gar kein Alkohol. Nee, selten. Kleine hier einfach. Was soll's? Limette.
Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Einballern. Ich habe jetzt keinen Cranberry Juice gefunden, deswegen dachte ich, nehme ich einfach einen Bärenjuice. Aber es ist ja nur mit roten Beeren. Das ist gar nicht nur rote Beeren. Da sind halt auch offensichtlich Äpfel und Birnen drauf. Wie dumm von mir. Das ist ja bestimmt. Naja, einfach rein, ne? Gar nicht rot. Tun wir einfach so, als wäre es Cranberry Juice. 2 Ounces. Wie viel war das jetzt nochmal? Aber ist rot. Super. Eiswürfel und mixen. Hey, kann ich was bei dir in der Küche drehen? Die Antwort ist immer nein. Hilfe. Und mixen. Let's go, Baby. Boom. Natürlich habe ich keine Eiswürfel mit vorgefertigten Berries. Ganz ehrlich, es ist eine... Also ein bisschen Matsch, bin ich ganz ehrlich. So vorgefertigte Beereneiswürfel ist schon ein bisschen sehr viel. Eine helle Version davon. Es wird ja wohl ähnlich schmecken, okay? Klink. Let's try. Oh. Ist stark, aber super lecker. Ich schmecke... Kein bisschen Cointreau. Ich weiß auch nicht, wie Cointreau schmeckt. Ach, was soll's. Oh, lecker. Neues Cointreau-Werbegesicht. Doch, man schmeckt's. Deswegen hat die da auch diese getrocknete Orange da drauf Okay, bei Kelly ist ein bisschen mehr Orange durch den gemixten Saft. Packt auf das Glas, die ich nicht gefunden habe, um zu faul war zu machen. Ich bin noch nicht so weit, okay? Ich glaube, mit dem Cranberry Juice ist es noch so ein bisschen... fruchtiger, weil diese, also man sieht es an der Farbe, das ist jetzt nicht so strong. Wisst ihr, was ich meine? Boah, ist aber lecker. Meine Fresse. Absolut geiler Christmas Cocktail. Fruchtig, Zucker mit Tequila, geile Kombi, Limette. Ich frage mich, was passiert, wenn man Salz auf den Rand macht. Könnte auch interesting sein. Nee. Ich sollte nichts Eigenes probieren an diesem heutigen Tage. Aber pretty und cute. Das ist jetzt, zum Glück gucke ich das. Zum Glück gucke ich das. Gut. Ist Kelly pregnant? Ja, deswegen macht die gerade ein Alkoholvideo, wo die sich derbe einen reinscheppert. Höchstwahrscheinlich, oder? Wow, wow. 10 von 10. Anonyme Alkoholiker. Lieb ich. Das nächste ist eher eine Lifestyle-Advice statt ein richtiges Cocktail-Rezept. Aber es hat unfassbar viele Likes und sie trinkt eine Kombi, bei der ich mir nicht sicher bin, was das soll. Aber die Life-Advice ist gut. You can be whatever the fuck you wanna be. If you wanna be a whore, be a whore. If you wanna be a CEO, be a CEO. If you wanna be a furry, be a fucking furry. Be whatever the fuck you wanna be. Und weil wir den Spirit in uns... Aha, aha, aha. Sei was immer du willst, okay? ...aufnehmen wollen, machen wir jetzt den Drink. Sie eyeballt die Mische halt heftig, ne? Aber es sieht so nach 50-50 aus. 50-50-Mix, was scary ist. Also, ich weiß nicht, ich finde Capri-Sonne ist irgendwie... Capri-Sonne mit Wodka? So wässrig, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich weiß nicht. Wodka, Wasser, Capri-Sonne, Wasser. Ew. Und trotzdem, dass ich dieses Video gesehen habe, vorher, bin ich geschockt, wie unfarbig Capri-Sonne ist. Deswegen, es ist nicht dafür gemacht, uns in ein anderes Behältnis zu schütten. Wisst ihr, was ich meine? Manche Dinge sollen... Also ich bin auch ehrlich sehr fasziniert davon, dass Capri-Sonne einfach noch existiert. Bin ich auch... Also, verstehe ich nicht 100%. Sollte man einfach nicht tun. What? Irgendwas verpasse ich bei Capri-Sonne. The fuck? Es hat einen Hardcore-Wodka-Nachgeschmack. Also wenn man das nicht mag, ist es eher nichts für einen. Aber dieser leicht... Ist auch 50-50, oder? ...Touch Capri-Sonne. Am Anfang schmeckt man nur Capri-Sonne. Und dann als Unterton schleicht sich dieses Wodka ein. Mir ist es trotzdem ein bisschen zu viel Wodka auf Dauer. Aber das ist ein Hardcore-Drink für eine Hardcore-Lady und eine Hardcore-Lebenseinstellung. Ah! Bäh, ist nichts für mich. Keiner hätte es gedacht, aber ich bin nicht hart genug. Vielleicht muss ich hart werden. 2 anonyme Alkoholiker für diesen Drink. So, hier müssen wir unseren Zucker erstmal rot färben, okay? Es ist ein Grinch-Drink, another Christmas-Cocktail. Ja, vorher war eher so ein Krise-Cocktail statt ein Christmas-Cocktail. Wir graben uns ein bisschen Lebensmittelfarbe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil es lang nicht so flüssig wie das im Video und auch so lang nicht so dunkel. Ach nee, dann nehmen wir uns doch diesmal dieses fancy Gläschen hier. Es wird, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach. Scheiße. Fuck, das hält natürlich gar nicht. Warum bereiten die eigentlich immer erst das Glas vor? Macht man das so? Vielleicht merkt... Oh, da kommt der Frust, das kann nicht gut enden. Zucker?
bisschen roter Schein quasi. Mit was könnte ich das denn noch rot machen? Vielleicht ein Tropfen roter Campari? Oh oh. Oh oh, da wird der Frust immer mehr. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mache mir Sorgen ums Glas. Gar nicht. Das ist so der kleinste Hauch rosa, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Da ist ja das hier schon besser. Das wird hier auf jeden Fall alles weniger farbintensiv. Ich sag euch, wie es ist. Sie benutzt in dem TikTok Midori, was ein grüner Melonenlikör ist. Den konnte ich nicht aufträumen, aber da dachte ich so, okay, mit was könnte ich das ersetzen, was fruchtig ist und grün. Oh my God, die Love Hour Waldmeisters. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich dachte... Aber ist nicht Melonenlikör und Waldmeister so geschmacklich schon einfach ein anderes Level? So ist ungefähr das Gleiche. Melone und Waldmeister. Deswegen Ballerstein. Kommt ja auch in der gleichen Form. Viele wissen es ja nicht. Also Waldmeister kommt ja auch immer, wächst auf dem Boden, ist im Boden gewächst und es kommt immer als runde Kugel. Jetzt einfach Waldmeister rein. Warum geht das nicht auf? Hä? Okay, 1,5 Shots Wodka. Das ist alles mit Wodka. Ich habe so viele Flaschen gekauft und benutze nur Wodka. Zitrone ausdrücken, shaken. Es wird ja wohl grün sein. Nicht so intens grün wie ihr's, aber grün. Es ist einfach nur Zitrone mit irgendwie einem Likör. Getoppt mit Gingerbier. Boah. Okay. Natürlich habe ich jetzt auch keine Zuckerstange. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist echt wichtig bei Cocktails. Okay, diese kleinen Deko-Details macht es direkt, weißt du, von... Oh, sie hat noch was gelernt. Oh. Von einem Long Drink in einer Shisha-Bar zu Top-Cocktail-Bar. Warum ist das so hässlich? Das finde ich gar nicht befriedigend, dass meine so ugly sind. Es war echt schwer, teilweise die Sachen zu bekommen. Deswegen dachte ich noch so, ah, umso cooler, dann kann ich euch die German Version davon zeigen. Hier ist... doch, trotzdem lecker. Ich habe ein bisschen zu viel Gingerbier reingemacht. Aber Wodka und Waldmeister und Gingerbier ist eigentlich eine coole Kombi. Kann man machen. So für so einen Grinch-Cocktail ist echt geil. Ist jetzt aber auch nicht super special, ne? Also ich würde sagen 7 von 10. Anonyme Alkoholiker. Mann, ich sollte mich nicht über anonyme Alkoholiker lustig machen. Ehrlich gesagt, das nächste ist für mich ein absoluter Teenager-Cocktail. Sieht mir zu sehr nach Kind und Einhorn. Sieht aus wie eine Lavalampe. Aus dafür, dass es ein Cocktail sein sollte. Wisst ihr, was ich meine? Genau deswegen machen wir ihn jetzt. Fluco der Fell. Ich mache einfach den großen. Wir wollen da nicht geizig sein, nicht? Was soll der Geiz? Das sieht doch richtig aus. Ich finde es auch verstörend, jetzt im Gegensatz zu den anderen Drinks, dass da nichts Frisches wie eine Limette oder eine Zitrone drin ist. Okay, Limbo. Da dachte ich auch wieder die Farbe. Wie hoch ist dieses Regal, dass man immer da draufsteigen muss? Der wäre ein bisschen intensiver, der ist aber recht schwach. Ich habe natürlich, ich habe keinen Glitzer-Wodka gefunden jetzt unbedingt. Ja, aber die macht doch bestimmt auch Wodka mit Glitzer, so, also so wie Kelly das jetzt macht, oder? Glitzer. Es gibt Wodka, wo Glitzer drin ist? Schnee gefunden, was auch immer das ist. Es war in der Backabteilung, also wird es ja wohl essbar sein. Boah! Das lässt sich nicht... Ja, gibt's. Voll das neue Ding. Warum? Wie sieht denn dann das Pipi aus am Ende? Glitzert das auch? Reinpressen. Voll ekelhaft irgendwie. Okay, ich schütt einfach mal und guck, was passiert. Umso mehr, umso besser, würde ich sagen, oder? Shake it. Let's see. Oh. Ew. Oh. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das sieht irgendwie ganz ekelhaft aus. Schmeckt aber lecker. Nach Blue Curaçao halt, glaube ich. Ihr braucht auf jeden Fall Glitzer-Wodka. Ich sag euch, wie es ist. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, was mich jetzt aufmuntert. Es läuft gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Lehre, die wir daraus ziehen. Ihr braucht wirklich exakt die Sachen, die zeigen, okay? Versucht nicht zu tricksen wie ich. Bringt nichts. Obwohl, jetzt sieht er irgendwie schon wieder ganz pretty aus. Okay, nee, vergesst es. Oh Gott, wir haben einen weiteren Grinch-Trink. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diesen grünen Zucker. Wir machen es einfach mit weißem Zucker. Stellt euch grünen Zucker vor. Captain Morgan rum. Wir brauchen nochmal Waldmeister als Midori-Ersatz. Ich würde gern ein bisschen
mehr davon reinmachen, damit es ein bisschen grüner ist. Oh Gott, was kommt da jetzt noch alles rein? Ach so, I see. Da ist jetzt nicht mehr so viel Platz für Mische drin. Ganz ehrlich, braucht ja auch keiner. Diese Dreckskirschen habe ich auch nicht mehr gefunden. Warum gibt's diese... Kelly hat in Gießen eingekauft anscheinend. Da gibt's das alles nicht. Kacke, nicht im Supermarkt. Oh nee, das wird so kacke aussehen. Hello. Cool. Oh, nicht sinken, nicht sinken, nicht sinken. Entschuldigt mal bitte der Look. Der Look. Yay. Fancy. Es stört gar nicht, dass der Zucker nicht grün ist. Cheers. Lecker. Wow. Also den ersten und den hier, den würde ich auf jeden Fall 100% auf einer Christmas Party auspacken. 100%. Amazing. Wie schmeckt die Kirsche dazu? Passt nicht, egal. 10 von 10. Ballert. Das war der Aufmunterer, den ich gebraucht habe. Ich schwör's euch. Okay, Leute, ich bin wieder motiviert. Let's go. Hocus Pocus Drink. Sieht sehr cool aus. Lieb ich. Und ich habe alles, was man dafür braucht. Das kann nur gut gehen. Eis. 45 Milliliter Blue Curaçao. 15 Milliliter Limettensaft. Mit Soda getoppt. 60 Milliliter lila Gin. Oh, oh mein Gott. Könnt ihr das überhaupt richtig sehen? Cool. So lila Gin ist auch richtig nice, weil wenn das so, da gibt es so Gin, der reagiert mit Tonic und dann wird der so eine andere Farbe, dann wird der so pink. Das ist cool. In diesen Farbverlauf, ich habe das Gefühl... Aber die meisten, die das so machen, die sind nicht wirklich lecker. Aber ein paar gibt es, die sind lecker. Das kommt auf Kamera gar nicht so geil rüber wie in echt. Oh, it's beautiful. Das sieht tatsächlich ganz cool Warte, aus. Warte, ich probiere mal und dann gucke ich, ob ich noch mehr Purple Gin reinmache. Aber der ganze Gin schwimmt ja oben, egal. Gin. Rosmarinstängel rein. Mm-mm. Das Ding ist, wenn ich den jetzt mische, dann ist der Effekt halt kaputt, ne? Ich hatte so viel Hoffnung. Aber es macht Sinn, dass wenn der lila Gin oben schwimmt... Wartet mal kurz. Okay, lila oben. Erweckt jetzt nicht mein Christmas- oder Silvester-Spirit, okay? 4 von 10 Cockies. Ich weiß nicht, der... Ey, manchmal muss man auch bei den Basics bleiben, oder? Also ich finde schon... dass es auch okay ist, wenn man einfach nur so, ich sag mal, ganz entspannt und locker sein, so, also Gin Tonic dann schlürft, wenn es denn sein muss. Oder muss es immer so wild sein und so viel? Ich glaube nicht. Gin passt nicht zum Blue Curaçao. Es sieht cool aus, aber die Differenz der Farben ist jetzt nicht so krass. Ich weiß nicht, was dieser Rosmarinstängel da dran tut. Das tut wirklich gar nichts zur Sache. Es schmeckt halt wie ein Longdrink, nicht wie ein Cocktail. Es schmeckt nach Shisha-Bar. Nichts gegen Shisha. Ey, vielleicht gibt es krasse Shisha-Bars, wo es krasse Cocktails gibt, okay? Ich war nur in Shabby-Shisha-Bars. Ich kenne nur Shabby-Shisha-Bar-Longdrinks, okay? Also so excited, wie ich war, und so eine größere Enttäuschung war es. Wisst ihr, was ich meine? Didn't like that one. Nö, 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 nö. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Einen Smoked Rosemary Negroni Sour. Das hört sich absolut geil an. Erstmal müssen wir die Rosemary smoken. Mhm. Leider habe ich nur ein Feuerzeug und nicht so fancy, schmancy Streichhölzer. Aber ein fancy, schmancy Glas. Okay. Das geht, wenn man das einfach nur anzündet? Hoffentlich bricht jetzt kein Feuer aus. Das muss schon, also es muss schon rauchen. Das muss schon... Also muss das mal gebrannt haben? Ab wann raucht das Ding? Jetzt raucht's. Ich bin mir nicht sicher, weil in meinem Glas Rillen sind, aber es riecht verbrannt. Ich würde mich ja schon eigentlich, also schon nach all den Jahren eigentlich schon als Cocktail-Experte bezeichnen. Deswegen mache ich das Ganze hier. Ich habe Berthas Revenge Gin nicht gefunden, aber ich habe... Ah nee, das ist Wermut. Ich habe so viele Flaschen, aber keinen Gin. Berthas Revenge Gin ist nämlich mit Wacholder, Koriander, Bitterorange und Grapefruit. Habe ich anscheinend nicht gefunden. Was gibt's denn hier? Komm, hier ist Orange zumindest. 30 Milliliter Gin. Stelle ich jetzt so zurück. Jetzt wird's wilder. Warum steht denn da jetzt auf einmal so ein Licht? Das Licht
auffällt, dass ich es genommen habe. Jetzt kommt süßer Wermut. Aus Cologne. Und süß dachte ich, weil hier steht Pfirsich, Mango, Limette, Ingwer, Kardamom, Wermutkraut. Es hört sich für mich süß an. Gibt's einen cuten Plop? Der war sehr cute. Eine Unze Wermut. Eine Unze Campari. Eine halbe Unze Rosmarinsirup, ganz ehrlich. In meinem Leben habe ich keinen Rosmarinsirup gefunden. Eine halbe Unze Lemon Juice. Übrigens gibt eine Hälfte Limette. Ungefähr eine halbe Unze, bisschen weniger. Splash of Orange Juice und ein Egg White. Sie meinten, kann ich nicht mehr reden. Alkohol wahrscheinlich. Freshen Spritzer. Orange. Gott, wie die da gerade durch diese Orange geschnitten haben mit so viel Kraft. Frau Eier? Oh mein Gott. Ein hart gekochtes Ei. Oh mein Gott, das hätte der beste Cocktail ever werden können. Zur Strafe esse ich jetzt ihr Ei. Eigentlich ist es halt meine Schuld, weil ich vergessen habe, meine extra Sachen noch zu packen. Das ist sehr viel Salz. Anyways. Mein Akku ist fast leer. Oh mein Gott. Okay. Ich verstehe nichts mehr. Wo sind wir? Eine Quick Round der Corona-Cocktail im Corona. Ihr seht's hier. Ganz ehrlich, ihr seht's hier. Ich mach's jetzt einfach. Basically, trink bis zum Schild. Ein Shot Tequila. Füll mit Orangensaft auf. Grenadinensirup und eine Limette oben rein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich getrunken und es reingepusht. Es ist toll. Und ich mag nicht mal Bier. Ich würde sagen, hat sie einen Sitzen? 8 von 10. Es hat trotzdem noch zu viel Biergeschmack. Aber wenn man Bier mag, wahrscheinlich eine 10 von 10. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Also so süßes Bier, so mit so Grenadinsirup, das kann ich verstehen. Das finde ich auch gut. Ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Durcheinander. Ich muss erstmal aufräumen. Und ich dachte, durch diese Erfahrung werde ich vielleicht auch ein bisschen besser in Cocktails, die ballern. Aber letztendlich waren irgendwie nur 3 von 10 so richtig zu gebrauchen. Und einmal hatte ich kein Eiweiß. Ja, lasst mich wissen, ob ihr diese Cocktails... Sie hat das Ding da hinten jetzt vergessen. ...es nachmacht. Deswegen mag ich kein Bier. Und dann sollte ich wahrscheinlich viel normale Flüssigkeit zu mir nehmen. Ab jetzt. Bye. Wartet mal, was ich original jetzt... Oh Gott, ich dachte schon, es kommt nicht mehr. ...vergessen habe, beziehungsweise keine Zeit dafür hatte. Maybe in a short? Oh, Manuel.